Ja, danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Vending Channel. Heute geht es ganz einfach darum, es geht um Produkte. Woher kriegen wir die Produkte? Wo bestellen wir? Was für Fehler haben wir am Anfang gemacht? Was haben wir gedacht? Und genau, darüber werden wir heute aufklären. Das alles nach dem Intro. Bis gleich. Ja, hi, das ist ein passendes Thema, denn wenn ihr hier runter guckt, da eine Menge Kartonage. Wir haben unsere neue Lieferung bekommen, zumindest sind jetzt nur die Getränke schon mal da. Die anderen, die dauern noch ein bisschen und das ist auch ein großes Problem momentan. Wir bestellen Ware und erst eine Woche, eineinhalb, zwei Wochen danach kriegen wir erst die Lieferung. Aber beginnen wir mal vom Anfang. Vielleicht bist du so wie wir ganz am Anfang gewesen, total optimistisch, euphorisch und kannst kaum erwarten, endlich deine erste Ware und Paletten zu bestellen, damit die Automaten bestückt werden. Ne? Wie ihr seht, wir haben ja hier sehr viele leere Regale mittlerweile. Normal sieht es hier nicht so aus, es ist immer komplett gerammelt voll, plus wir haben noch einen großen Übervorrat auf der anderen Seite. Ja. Aber genau da sind wir. Wo haben wir Fehler gemacht? Wir waren auch am Anfang sehr euphorisch, haben natürlich eine Riesenbestellung aufgegeben mit 2.500 Euro. Ne, das waren aber die normalen Sachen. Ne? Also Snickers, Mars, Twix, das was man halt kennt, Capri-Sonne, Beefy und so weiter, was in den Automat reinkommt. Aber genauso euphorisch und motiviert waren wir beim Thema amerikanische Produkte. Da haben wir dann Produkte bestellt, ohne drauf zu achten, die passen dann nicht mal in die Automaten rein. Das heißt also für dich ganz wichtig, bestellst du dir irgendwelche Produkte, okay, jetzt nehmen wir SpongeBob zum Beispiel, das passt jetzt rein, aber wir haben so Riesenprodukte bestellt gehabt, kann ich dir hier zeigen, wenn du das nicht richtig planst. Wenn du das nicht richtig planst, das Thema, ne, dann hast du so Riesenprodukte, die nirgends reinpassen in deinen Automaten. Ne, bei uns ist ja so, die Schublade oben bei der Snack Partner Edition ist weiter unten, die passen auf jeden Fall rein. Aber wir hatten sogar Produkte, die waren noch größer, die sahen einfach cool aus, deswegen haben wir die bestellt. Also gerade bei den Army-Artikeln aufpassen und nicht so eine riesen Masse bestellen. Das war unser zweiter Fehler. Wir haben auf Masse bestellt, auch Army-Artikel. Ne? Aber das Problem ist, bis die in Deutschland ankommen, dann müssen die noch beklebt werden komplett. Ne? Bis die in Deutschland ankommen, haben die vielleicht noch einen Monat Haltbarkeit, zwei Monate manchmal Haltbarkeit. Ne? Ganz schlimm ist es bei Takis zum Beispiel. Gott sei Dank sind die aber so schnell weg. Und deswegen am besten nicht palettenweise amerikanische Artikel besorgen, weil dann hast du nämlich genau dieses Problem. Die werden dir verfallen und das ist uns passiert am Anfang. Musste man schon viel wegwerfen und haben sehr viel Lehrgeld zahlen dürfen. So. Die Nachfrage ist aber natürlich da, also Army-Artikel, Nachfrage, ein Automat ohne Army-Artikel ist in unseren Augen kein gescheiter Automat. Da kommen wir auch schon zum ersten, wo wir bestellen, unsere ganzen Fantas, die ganzen farbigen Fantas und Cola, Cola Zero, die Cola Edition, auch Red Bull gibt es da, also gibt es jede Menge, auch Spirituosen ist bei uns die Firma, ich nehme euch mal mit, dann zeige ich es euch. Da sieht man das schön, nämlich Dosenmatrosen, der beste Name, den sich einfallen lassen hätte können. Ne? Und da bestellen wir zum Beispiel unsere ganze Fantas, ne? Cola, Sprite, Orangina und so weiter und so fort. Das ist auch wirklich die einzigste Seite, die ich ja, mit ruhigem Gewissen empfehlen kann. Die haben schon immer ihre Lieferzeit eingehalten. Okay, die Pakete sind manchmal viel zu schwer verpackt, die Post hasst uns dafür. Aber ja, die kann ich ganz ruhig weiterempfehlen. Anders sieht es ja zum Beispiel aus bei den Süßigkeiten. Ne? Das hier sind jetzt die Army-Abteilung hier, aber es gibt natürlich hier Pringles, Bueno, ne? Das ganz normale, zack, da sieht man das schön. Die sind, hört ihr das? Die sind meistens sowieso kaputt, wenn man die bestellt, deswegen habe ich sie jetzt gerade gar nicht zum Verkauf, die meisten. Ja, aber die normale Abteilung hier hinten, da sieht man das ja, Beefy und so weiter, das bestellen wir zum Beispiel bei World of Sweets. Das ist keine Kaufempfehlung und allgemein keine Empfehlung. Wir haben mal keine bessere Seite momentan gefunden, deswegen bestellen wir es dort. Von da haben wir von Anfang an schon bestellt. Das Problem ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eineinhalb Wochen, zwei Wochen Lieferzeit. Man weiß nie, wann wirklich die Ware kommt. Man kann nie richtig rechnen mit denen. Ich denke mal, die sind so groß, dass es denen komplett egal ist.
Ne? Weil da haben wir jetzt das Problem, ich habe bestellt vor einer Woche. Gestern kam auf einmal eine E-Mail. Picoballa ist nicht mehr lieferbar, obwohl ich da 120 oder 200 Stück ausgewählt habe oder auswählen konnte. Kommt jetzt nach einer Woche, haben die gewartet, deswegen haben sie es nicht losgeschickt. Kommt jetzt die Mitteilung, Picoballa ist nicht lieferbar, okay, wir verpacken jetzt ihr Produkt und schicken es dann, ihre Produkte verschicken das. Die tun da auch nicht priorisieren. Wir bestellen ja wöchentlich 2, 3, 4, 500 Euro auf der Seite, aber das ist denen komplett egal. Wenn jetzt eine kleine Firma oder ein anderer bestellt, der wird genauso schnell drangenommen, irgendwo logisch, aber irgendwo auch schade, dass man nicht irgendwann, sag ich mal, so einen Status bekommt, okay, der ist unser Dauerbesteller, der braucht uns, es muss schnell gehen zum Beispiel, ne? Letztes Mal habe ich sogar angerufen und Beschwerde eingereicht, weil es einfach viel zu lange gedauert hat. Also, World of Sweets kann man machen, muss man aber nicht. Dann geht es natürlich auch darum, die richtige Packungsgröße. Das ist wichtig. Ne? Einmal zum Thema Konfiguration, dass so viele Produkte wie möglich reinkriegst, weil du hast ja nur eine gewisse Anzahl an Spiralen, maximal 60 Stück. Wenn man noch ein paar Doppelspiralen hat, dann ist man irgendwo bei 52 verschiedene Produkte. Und die sollte man ja so gut wie möglich, sage ich mal, auffüllen. Ne? Da sind wir fast beim Thema, zum Beispiel Haribo. Da gibt es ja Haribo zum Beispiel solche, wo man zwei Spiralen braucht. Ja, und dann gibt es natürlich auch diese Tüten wie die hier, wo man wirklich nur eine braucht, halb so groß. Der Vorteil an denen hier ist, die gibt es im Handel nicht. Das heißt, ich kann den Preis so wählen, wie ich will, weil keiner kann das direkt vergleichen. Im Handel findet man ja meistens jetzt 200, 250 Gramm, das sind jetzt 100 Gramm. Ne? Die sind perfekte Größe, aber ich verkaufe die zum selben Preis wie die hier. Aber die kosten im Einkauf natürlich viel weniger, hier 75 Gramm. Tüten, die gibt es natürlich auch als Goldbeeren. Das hier ist zum Beispiel Tropi Frutti. Ja, deswegen, also man sollte sich vorher schon die Gedanken machen, was will ich, was tue ich rein. Genau. Weil im Endeffekt 1,30 Euro kostet so ein Tütchen. Heutige Zeit, was ist heutzutage noch 1,30 Euro oder 2 Euro? Was ist das? Ja, also nimmst du, schmeißt rein, zack, weg sind sie. Ist nicht mehr viel wert. Aber auf die Masse gesehen macht das sehr viel aus. Ne? Weil die verkaufe ich trotzdem auch für 1,30 Euro. Also deswegen dann lieber die günstigeren Einkauf, weil im Einkauf, da liegt wirklich der größte Gewinn. Dann haben wir solche Fehlkäufe natürlich immer wieder. Haribo Roulette, ich dachte, wow, hammergeil, kleine Dinger, kann man reinmachen, hier 80, 90 Cent, verkauft man so ein Teil. Das Problem ist, meistens verheddert sich hier das kleine Fitzelchen, hier sieht man das. Das kleine Fitzelchen hier verheddert sich dann in der Spirale, dann bleibt es hängen, dann rufen die Kunden an wegen 60 Cent, oh, mein Roulette ist hängen geblieben. Ne, aber er kriegt ja das Geld zurück. Wenn er schlau ist, kauft er gerade ein zweites, dann kriegt er zwei Stück, eine kostenlos. Aber die meisten kaufen das dann nicht mehr, wenn es hängen geblieben ist. Das heißt also, es ist einfach so ein Platzhalter und bringt überhaupt nichts im Automaten. Und da muss man halt bei der Verpackung immer drauf achten, wie sind die wirklich verpackt, die Sachen, damit sie auch nicht hängen bleiben. Also, Haribo Roulette, Fazit, nicht zu empfehlen. Wir sind immer noch bei World of Sweets. Ne? Die Sachen, über die wir gerade reden, die bestellen wir immer noch alle dort. Falls ihr das könnt, sucht euch am besten einen Großhändler, der euch direkt beliefert mit Kioskartikeln. Ja, da gibt es ja Naschwelt, MCS, Leckerland, wie die alle heißen. Leider bei uns hier im Dorf, da werden wir nicht beliefert von denen. Und deswegen mussten wir halt, einen anderen Weg finden und bestellen das Ganze ja online. Wir googeln ja auch oft, weil meistens sind die Sachen dann schon ausverkauft. Dann müssen wir auf eine neue Seite uns anmelden, dort bestellen. Und das hier bei jeder Bestellung fast. Das ist richtig anstrengend und nervig. Deswegen am besten einen Großhändler finden, suchen, sich dort anmelden, Mindestbestellwert beachten. Das hat ja so gut wie jeder Mindestbestellwert. Und da kriegt man nämlich auch einen Außendienstmitarbeiter an die Hand. Das haben wir zum Beispiel auch nicht. Wir müssen täglich in TikTok und Instagram und so weiter gucken, was sind die neuen Trends, was brauchen wir für Artikel. Ne? Das, so sind wir nämlich auf das Thema Pocky gekommen zum Beispiel, ne? Die asiatischen Fans. Die Community wird natürlich immer größer. Wir haben hier die Pokis, wie gesagt. Dann haben wir hier die ganz vielen verschiedenen Bulldogs-Suppen in allen Variationen, die es fast gibt. Genau. Und wenn ihr aber beliefert werdet von so einem Großhandel, dann ist es so, ihr kriegt einen Außendienstmitarbeiter an die Hand und er ruft euch an. Zack, hier Sugar Mami, ganz neu auf dem Markt. Alle wollen es haben, sei gleich dabei. Ne, und kannst direkt von Anfang an den Trend mitnehmen, mitbestellen und musst dich halt nie selber
darum kümmern und dich informieren, was muss ich jetzt eigentlich kaufen, damit mein Automat immer interessant bleibt. Das ist ganz wichtig, immer neue Artikel, also nicht komplett die ganze Automat tauschen, ne, das Inventar, sondern immer wieder mal ein neues Produkt da reinmachen, mal da rein. Wir haben ja auf Lager auch viel mehr Produkte, als wir verkaufen können, aber wir tauschen immer wieder mal durch. So bleibt unser Standort, unsere Automate immer interessant. Oh, gehen wir mal vorbei, vielleicht haben sie wieder was Neues. Oder die Kinder sehen was in TikTok und rennen auf einmal zum Automaten. Wow, die haben es wahrscheinlich schon, sind immer die Ersten, die das haben. Ne? Und so ist es auch, das ist auch unser Ruf hier. Wenn etwas im Trend ist, haben wir es schon drin, bevor du das Video siehst. Ein Pendant, sag ich mal, ein Spagat zu World of Sweets wäre dann Suite 24. Ne? Christian Esser, glaube ich, steht dann auf der Rechnung. Da ist halt eine reine Katastrophe, das Checkout. Mit Amazon Pay geht das ganz schnell oder PayPal, aber sonst muss man da in Vorkasse Überweisung gehen. Also da gibt es keine Sofortbanking oder sowas, was ganz einfach wäre. Muss man überweisen, dann muss man auf die E-Mail warten, dann muss man die Bestellnummer irgendwie mit angeben, dann dauert es Tage, bis sie merken, oh, Geld eingegangen, alles klar, wir fangen langsam an zu packen und so kommt man dann auch wieder auf 2 Wochen Lieferzeit am Ende. Also falls ihr das seht hier, Christian Esser, bitte sofort Überweisung mit anbieten, weil nicht jeder hat PayPal oder nutzt Amazon Pay, gerade geschäftlich oder sowas, ne? Deswegen, ja, World of Sweets oder Suite 24, da bestellen wir unsere meisten Produkte her, die ganz normal sind. Kommen wir mal zu den amerikanischen Artikeln. Amerikanisch, sowas zum Beispiel, haben wir jetzt neu bekommen gestern. Zack, es rutscht mir aus der Hand. Das ist so Warheads Gel, sauer, super sauer Gel. Haben wir in 4 Variationen, haben wir gleich sehr viel bestellt davon sogar. Weil ich glaube, die gehen richtig gut. Weil das so wie Fruchtquatsch kennt man vielleicht von McDonald's oder so, wo die Kinder sich immer freuen. Und mit den kleinen Sachen, da macht man auch den meisten Gewinn oder den meisten Umsatz letztendlich. Ja, ihr seht ja hier zum Beispiel, haben wir was Kleines. Dann haben wir gerade amerikanische Abteilung, hier Red Hots, die schmecken wie die Kaugummis früher, die Big Red Kaugummis, glaube ich, waren das mit Zimt und so weiter. Einfach hammergeil. Ja. Da muss man halt immer aufpassen, wo man bestellt. Weil die meisten, die bieten das ganz billig an. Dann bestellst du das, dann kriegst du es nach Hause und auf einmal hast du keine deutschen Inhaltsstoffe drauf, du hast keinen Pfandkleber drauf. Das ist alles wichtig, sonst darfst du das hier nicht verkaufen. Ich lege das kurz zurück. Hoppala, dann rein damit. Jetzt hole ich mal hier. Seht ihr das? Wir haben ja, wie gesagt, Pfand, alles, machen wir es so rum, alles Pfand, Beklebungen. Seht ihr das? Weil wir haben nämlich jetzt ganz neu... ganz neu zum Beispiel hier Fanta Berry, wir haben jetzt auch Fanta Ananas, Fanta Erdbeer, wir haben wirklich von Fanta die amerikanischen Dinger, haben wir so gut wie alle jetzt und dafür haben wir natürlich auch direkt die Pfandetiketten mitbestellt, ist ganz wichtig, manche verlangen dafür Geld, andere nicht, zu empfehlen, also wir kaufen unsere ganzen Army-Artikel, egal ob jetzt hier Warheads, sieht man das? Diese ganze Warheads, diese Sour Patch, ne, die gehen super, diese Artikel. Bestellen wir hauptsächlich bei House of Sweets. Ne, ich werde auch am Ende alles unten verlinken komplett. Da müsst ihr halt gucken, bei House of Sweets müsst ihr euch anmelden für den B2B-Shop. Sonst zahlt ihr 3 Euro für so eine Packung. Und im B2B-Shop seid ihr vor allem bei 1,29 Euro oder sowas. Ne? Netto natürlich, 7% Mehrwertsteuer. Und da könnt ihr euch anmelden und dann beim Checkout könnt ihr deutsche Labeling noch aussuchen für 40 Euro. Deswegen lohnt es sich auch wirklich viel zu bestellen dann, weil egal ob du 1000 Produkte oder 300 Produkte bestellst, es kostet immer 40 Euro das Labeling. Deswegen würde ich das auch dann in Anspruch nehmen und richtig viel bestellen. So sieht das zum Beispiel dann aus. Das ist das Labeling. Zack. Sieht man jetzt ganz schlecht wahrscheinlich, aber... Da steht nämlich die deutsche Inhaltsstoffe drauf, Fanta Grape zum Beispiel. Jetzt sehe ich gerade, das ist richtig nervig. Die muss ich sogar noch schneiden in der Mitte. Ne? Das sind immer 2er, wurde aber auf 1 gedrückt, also muss man auch noch schneiden. Seht ihr, da hat man auch noch Arbeit und das nervt richtig. Macht doch eure Arbeit gleich richtig, verdammt nochmal. Wenn ihr schon so viel verlangt für die Produkte, dann beklebt die doch bitte selber. Oder fügt eine Option hinzu, 10 Euro, wir bekleben es oder sowas. Und würde ich dann auch aussuchen, bevor ich hier die Zeit investiere, mit bekleben. Ja, House of Sweets.
Da gibt es natürlich auch viel weitere US-Candy, zum Beispiel gibt es noch die Seite. Also es gibt sehr, sehr viele Seiten für amerikanische Sachen. 3Bs gibt es zum Beispiel, da haben wir aber sehr schlechte Erfahrungen jetzt letztes Mal gemacht. Wir haben bei 3Bs leider, ich hoffe du siehst mich, haben wir bestellt und dann, ja, haben wir. Dann 5 Tage später kam oder 4 Tage später kam die Lieferung und da war nicht einmal die Hälfte drin von dem, was wir bestellt haben. Dann habe ich natürlich angerufen, ey, was ist das? Ich stehe da ohne Artikel, wo ist meine nächste Lieferung oder wann kommt der Rest? Ah ja, war ausverkauft, sorry, habe ganz vergessen, mich zu melden. Na, also sowas funktioniert nicht, das ist nicht professionell. Wir bieten den Leuten einen vollen Automaten an, unsere Automaten sind voll bestückt. Da können und wollen wir es uns nicht erlauben, zu sagen, ey, sorry, bei uns waren leider die Army-Artikel ausverkauft. Ne? Weil wir haben ja nur einen gewissen, sag ich mal, Automat von der Größe her. Er wollte jetzt schnell noch den Gewinn mitmachen, hat er auch mitgenommen. Aber ich stand dann da ohne Produkte. Dann musste ich woanders da suchen, die dort bestellen und dann dort auf die lange Lieferzeit wieder warten. Ne? Hätte er gleich gesagt, du pass auf, das habe ich nicht. Hätte ich gesagt, okay, dann kaufe ich nur das, was du hast und hätte parallel dazu bestellt. Ne? Und nicht nur schnell hier ein Geschäft machen. Ne? Also für die Zukunft merkst du, wenn du das siehst. Alles klar. Genau. Wichtig ist natürlich, ihr braucht eine Gewerbeanmeldung. Ohne Gewerbeanmeldung könnt ihr euch auf den Seiten nicht anmelden für den B2B-Bereich. Ihr kriegt dann ganz andere Preise. Ihr könnt natürlich auch als normaler Kunde bestellen. Aber ich persönlich natürlich empfehle, hier spar Geld, wo es geht. Also Gewerbeanmeldung mit einreichen und dann wirst du auch freigeschaltet und kriegst ganz andere Preise, was auch richtig Sinn macht. Und genau das Thema ist ja auch zum Beispiel bei E-Zigaretten. Ne, bei E-Zigaretten, wo sind die? Also wir haben verschiedene. Wir haben einmal, sieht man hier schön, Thema 11 Bar. Wir haben hier Thema HQDs. Wir haben, jetzt muss ich schnell selber durchgucken hier, was wir haben. Egal. Wir haben Jesus, wir haben Haftbefehl, Raf Gamora. Und jetzt zum Beispiel ganz neu, darf ich auch Werbung für unseren neuen Freund machen, Vapes. Ne, alles in GTA-Style, richtig geil. Also Vapes sind 5 verschiedene Geschmäcker, sind richtig cool, sind günstig im Einkauf und verkaufen sich sehr gut. Es ist selber ein YouTuber, grüß dich, der hat knapp 1 Million Follower auf YouTube und über 300.000 Follower hat er auch auf TikTok. Da haben wir ein Video zusammen gedreht, da habe ich sogar einen Kuss von ihm bekommen, das fand ich voll toll. War bei uns, damit wir die Produkte von ihm promoten, Vapes. Ne? So, genug Werbung. Ja, und wo wir da die Sachen bestellen, das ist bei Hookah 4 Bros. Ich tue es unten verlinken, weil ich weiß nicht, ob de oder com. Und da könnt ihr zum Beispiel auch von uns Snackparte als beim Checkout Rabattcode Snackparte eingeben. Dann kriegt ihr sogar 2,5% nochmal Nachlass auf die günstigen Vapes, die wir auch dort sowieso kaufen. Reden wir aber über das Thema zum Beispiel jetzt hier alkoholische Getränke, gehen wir mal runter, alkoholische Getränke oder Energy sogar. Ne? Energy, okay, da haben wir einen von Appleton, verlinke ich auch unten, da kann man bestellen, das sind so mit Glitzereffekt Energy Getränke und richtig leckere Limonaden. Aber das hier, da guckt meine Frau zum Beispiel jetzt wöchentlich immer die Prospekte an, die nach Hause kommen. Da seht ihr es, zack, Red Bull. Ne, Prospekte, die nach Hause kommen, oder sie hat auch eine App, ich glaube Markguru heißt das, oder Kauf da, ne, die sind zu empfehlen, weil da sind immer die aktuellsten Angebote drin, wo kriege ich es am günstigsten. Wir kaufen ja auch nicht zum Beispiel Red Bull bei 1,19 €, ne, dann kaufe ich es ja lieber hier mit der App für 77 Cent. Ne, ob jetzt bei Edeka oder zum Beispiel Jackie Cola im Kaufland für 1,79 € dann im Angebot. Ne, kommt immer drauf an, da wo es günstiger ist, da fahren wir halt auch hin. Also wir sind nicht so faul und fein und sagen, oh, es muss geliefert werden nach Hause, ich bewege mich keinen Millimeter. Nein, wir tun auch selber hinfahren und die Sachen einladen und mit nach Hause nehmen. Jetzt geht die Tür zu. Hier spukt es. Ja, mach das mal zu deinem Hobby. Am Wochenende immer hier ein kühles Bierchen trinken und dann die Prospekte durchgehen oder mit der Frau zusammen, ne, oder Geschäftspartner, je nachdem, mit wem ihr das zusammen macht oder ganz alleine, weil da verdienst du das meiste Geld im Einkauf. Ne. Natürlich kannst du auch ganz einfach bei Dosenmatrosen oder Liquid-Küche Jackie Cola, Heineken, Corona und bestellen, aber du zahlst halt das Doppelte dafür. Das heißt also, geh und kauf das lieber da, wo es im Angebot ist. Und dann kannst du es auch reinen Gewissens auch weiterverkaufen. Und dann kannst du auch einen humanen Preis annehmen, sage ich mal.
Dann bestellen wir bei Drehmoment, Drehmoment heißt es, Headshop, irgendwie sowas, verlinke ich natürlich auch unten, bestellen wir zum Beispiel hier diese Long Papes Rolls, also Roll Slims, 5 Meter mit Tipps. Ne, die sind sehr begehrt, die meisten in eurer Stadt haben das nicht, aber hier kann einer zum Beispiel selber entscheiden, wie lang drehe ich jetzt meinen Joint. Ne, die Alternative dazu wäre dann zum Beispiel hier OCB, Long, keine Ahnung, plus Filter und Tipps und so weiter und so fort. Wir persönlich machen das noch in so Tütchen rein. Einmal, dann spricht sich viel schneller rum, weil dann sagen die Leute, wow, da ist direkt ein Baggy dabei. Ganz interessant, ne? Da macht man direkt Werbung. Zweitens werden die halt nicht feucht und bleiben auch nicht hängen beim Runterfallen. Ne? Also die zwei Sachen bei Headshop. Ja, dann kommen wir natürlich auch mal zu einem spaßigen Thema. Ihr müsst verstehen und wissen, Automatenkäufer, die wollen anonym einkaufen. Das heißt also, Sachen verkaufen von der Packungsgröße her optimal, wo die meisten sich schämen, in den Handel zu gehen, zur Tanke zu gehen, oder vielleicht geheimnisvoller ist. Ne? Deswegen auch diese Longpapes und so weiter, die gehen halt sehr gut, weil es halt einfach ja, die Anonymität dafür da ist. Und da sind wir ja beim Thema Schwangerschaftstests zum Beispiel. Ne? Das sind sehr günstig im Einkauf bei Shop-Apotheken, online kriegt man sie ganz günstig und man kann dafür richtig viel Geld verlangen, weil die Mädels, die schämen sich halt wirklich in die Apotheke zu gehen, sich sowas zu kaufen, oder bei manchen da dürfen das vielleicht auch die Eltern nicht wissen und so weiter. Das Tolle ist, wenn einer oder eine einen kauft, einen Schwangerschaftstest, dann kauft sie ja meistens 2 oder 3 Stück auf einmal, weil sie will ja auf Nummer sicher gehen. Ja, deswegen, also auf Online-Apotheken kriegt man die sehr günstig. Was wir zum Beispiel bei Douglas oder bei Durex direkt holen, sind Kondome. Da schämen sich auch ganz viele nämlich, Kondome zu kaufen. Natürlich haben wir da nicht unterschiedliche Größen. Wir haben einfach die Standarddinger mit 3 Stück. So mittlere Größe sollte reichen für die meisten. Und ja, wir verkaufen die mal für 6 Euro, so eine Schachtel mit 3 Kondome, und die gehen brutal. Ja, also wir bestellen immer so 20, 30 Stück pro Woche. Bei Douglas kann man maximal 10 bestellen, leider. Und dann ist man knapp unter dem kostenlosen Versand, aber dafür kriegt man auch noch ein paar Parfümproben und so, da freut sich immer die Frau. Und das Lustigste und Beste, was wir jetzt haben, bei den Hohenloher Verkaufsautomaten, Grüße gehen raus hier an Alex und Daniel, Achtung, Sexspielzeug. Schade, dass es nicht hier zack doch geht. Schau mal da. Einmal. Zweimal. Dreimal. Näher dran. So. Und viermal. Genau. 4 verschiedene Sexspielsachen. Fragt mal an wegen dem Preis bei Hohenloher. Wir verkaufen die auch für 5 oder 6 Euro jeweils. Perfekte Packungsgröße. Ne? Ihr kennt vielleicht diese Automaten an den Rasthöfen. Da ist sowas drin zum Beispiel. Da sind es die Leute gewohnt, 5 Euro dafür zu zahlen. Genau. Und es läuft auch sehr gut. Also wir tun die mal im Wechsel. Wir machen nicht 4 Spiralen voll mit denen, sondern wir tun sie jedes Mal hier hintereinander immer im Wechsel zum Beispiel. Dann haben wir 4 verschiedene, die sich dauerhaft wiederholen, weil wenn einer bereit ist, einen zu kaufen, kauft er meistens auch noch ein zweites oder drittes dazu, oder will alle haben, alle 4, und kauft so lange, bis nichts Neues mehr nach der Spirale kommt. Ne? Also die 5 oder 6 Euro im Verkauf, hammergeil, Einkauf deutlich unter 2,50 €. Ja, das sind solche Punkte, die man wissen muss als Automatenaufsteller, ne? Weil dann kann man das natürlich auch nutzen, sage ich mal, für den Umsatz. Das ist ja kein Ausnutzen, sondern man nutzt genau diese Gelegenheit, Thema Anonymität oder Schamgefühl von den Kunden, und tut dann auch die Produkte dann dementsprechend anpassen und verkaufen. Es war zwar risikohaft, sage ich mal, jetzt so Produkte zu testen, wie so Sexspielzeug und so weiter, aber wie wir gesehen haben, die laufen einfach so gut, haben jetzt auch nachbestellt, da oben sieht man das vielleicht, wo ist es, da, ganze Karton voll mit ganz vielen solche Sexspielchen, ne, und Kondome. Lustig ist, meistens kaufen die Kondome und Schwangerschaftstests zusammen, keiner versteht warum, aber okay, müssen wir nicht drüber nachdenken, es funktioniert einfach. Dann haben wir das Thema, was wir gesagt haben, hier diese Bulldog-Suppen, ne? Wie ihr seht, wir haben hier verschiedene, das müsst ihr selber mal testen, also ich habe die hier probiert.
habe ich genau die richtige gegriffen. Und dann habe ich, während ich gegessen habe, die ganze Zeit geweint. Aber ich habe es bis zu Ende gegessen. Das ist brutal scharf. Ich verstehe nicht, was die Leute daran haben. Die gibt es in verschiedene Variationen. Hier Curry, Carbonara und. Ne? Also das kaufen wir zum Beispiel bei Anime Fanshop. Ne, da haben wir auch die Pokis her und da gibt es allgemein für den asiatischen Raum oder für die Anime-Fans, Manga und so weiter sehr viele schöne Sachen, die man da für die Automatengröße auch haben kann. Von der Erfahrung her würde ich nochmal die Chance haben, bei 3,50 Euro ansetzen beim Verkauf, weil die sind täglich in allen Automaten ausverkauft. Wir haben sie bei 2,50 Euro rein, deswegen kann ich jetzt nicht den Preis einfach erhöhen, aber wenn ich die Wahl nochmal hätte, würde ich sie für 3,50 Euro reinstecken, nicht für 2,50 Euro. Und da ist Verlass drauf, dass wirklich die Community, die Fangemeinde sich die Dinge auch komplett leer kauft. Vor allem die Pinken, die Carbonara, die sind so gefragt. Ne, die hat man gar nicht im Sortiment. Wir haben dann jeden Tag eine Nachricht bekommen, bitte die Pinken noch mit rein. Haben wir gemacht. Jetzt machen wir im Wechsel mal Pink und dann andere. Und die sind auch am teuersten im Einkauf, die Pinken. Aber gehen so schnell weg. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, haben wir circa 12 Uhr. Und in 3 Automaten sind die schon leer. Das motiviert sich natürlich vom Umsatz her, ist klar. Ja, und deswegen muss man haben. Ja, aber auch wir Automatenaufsteller haben momentan Probleme mit Lieferschwierigkeiten. Ne? Wenn es so einfache Themen sind wie Pombeeren. Pombeeren, die gehen halt brutal gut. Ne? Da bestellen wir immer so 5-6 Kartons alle 2 Wochen. Haben wir so ein Sparabo bei Amazon zum Beispiel. Dann wird es immer automatisch geschickt. Jetzt ist das Sparabo leider ausgefallen, weil die nicht liefern können. Dann habe ich mal allgemein danach gesucht. Die sind so gut wie überall ausverkauft. Kriegt man kaum. Dann hat man das Problem oder haben wir das Problem gerade mit Thema hier Durstlöscher. Ihr seht, wir haben hier eigentlich 4 verschiedene Durstlöscher. Aber die Originalen, die Pfirsich, wo am meisten gekauft wird, die sind leider komplett, ja, vergriffen. Jetzt müssen wir warten, bis die Lieferung kommt. Es sind jetzt so 7 Tage schon rum seit der Bestellung, also sollte langsam die Lieferung eintreffen. World of Sweets, bitte. Wir haben jetzt drüber geredet, über E-Zigaretten, über asiatische Raum, über amerikanische Produkte, die üblichen Produkte, Sexspielzeug, Kondome, Schwangerschaftstest, Red Bull im Handel oder Alkohol im Handel. Ja, so ungefähr sieht das ganze Spiel aus. Wir fahren jetzt mal zum Laden, dann zeige ich euch mal so einen Überblick vom Automaten, den filme ich mal. Dann könnt ihr euch vielleicht die Packungsgrößen und so weiter ergaunern, sage ich mal. Und das sind halt unsere bestverkauftesten Produkte. Wir haben immer wieder getauscht und getauscht und getauscht, bis es soweit war, dass es kein Produkt gibt, wo wirklich 1-2 Tage überhaupt nicht gekauft wird. Ne? Deswegen zeige ich euch die Automaten gleich im Shop. Da kommen immer die neuesten Sachen von uns rein. Und dann könnt ihr euch vielleicht gleich einen Screenshot machen, Notizen machen, aufschreiben, wie euer Automat bestückt sein sollte. Schon angekommen am Laden. Gehen wir jetzt mal den Automaten durch und danach den Automaten, damit ihr mal seht, was wir so ungefähr drin haben. Sonst, was gibt's Neues? Geändert hat sich nicht viel. Ne? Kaffeemaschine, die läuft immer besser. Das ist sehr motivierend. Und dann kennt ihr das Thema hier, Greifarm mit Spielzeug. Dann haben wir hier so ein Lolli-Automat, Greifarm mit Plüschtier. Da hinten das Sally-Automat. Das kann ich euch noch verlinken, am besten bei More Snacks. Haben wir den Sally-Automat, da laufen wir mal kurz hin. Nicht stolpern. Da seht ihr mal, haben wir alles komplett wieder aufgefüllt. Dann gibt es den Automaten zu kaufen, pro Dose 2 Euro. Einmal Einwurf, dann dreht man hier an dem ganzen Gelump hier, seht ihr das? Und dann könnt ihr euch direkt hier, zack, mit 2 Euro so eine Dose, sage ich mal, holen. Und die sind dann sehr, sehr lange haltbar. Da kann man nichts verkehrt machen, preistechnisch gar nicht so teuer. Ja, aber das verlinke ich euch auch noch. So, gehen wir zum ersten Automaten. Fangen wir mal von oben an, weiter weg. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich laufe hier schön die Produkte runter. Das sind auch die Vapes, die ich gemeint habe. Zack. So, Sexspielzeug wird wieder eingeordnet hier. So, seht ihr hier die Army-Produkte? Wir stellen sie mittlerweile so rum rein. Ja, vorher hatten wir die immer oben drin in einer Doppelspirale. Mittlerweile haben wir gemerkt, okay, wir nehmen einfach eine größere Spirale und dann stellen wir die einfach so schön schräg rein. Weil wenn man vorm Automaten steht, kann man von hier nämlich genau lesen, wie das Ganze
was da alles gibt. Jawohl, und da dasselbe Thema mit den Pockels. Ja, und dasselbe Spiel machen wir jetzt hier. Da seht ihr hier die Bulldog-Suppen, habe ich gerade aufgefüllt, die waren komplett ausverkauft. Dann haben wir hier das Thema, wo immer hängen bleibt, der Roulette. Ne, und Balsenkuchen, die gehen halt super. Ne? World of Sweets wieder, dasselbe Spiel. So, und da sieht man schon, wir haben jetzt die Kleinen, die Großen, auch wieder die Kleinen drin. Ich zeige mal hier ein Bild. Chilma Hanf-Cola, die ging ganz gut am Anfang, mittlerweile geht sie nicht mehr so gut, deswegen habe ich sie auch gar nicht beworben jetzt. Ne, da sieht man, Durstlöscher ist leer, weil wir haben alle Durstlöscher-Sorten drin. Und falls dich interessiert, wie man so ein Band einbaut, im vorigen Video habe ich es gezeigt, beim Rotary-System, ne, was für Vorteile das zum Beispiel hat. So, da sieht man auch unsere normalen Getränke, Energy-Getränke. Hier die Limonaden, die ich gemeint habe, von Apple sind. Ne, wenn man da zum Beispiel jetzt ein bisschen schüttelt, sieht man vielleicht gut im Video, dann ist so Glitzereffekt drin, richtig interessant. Und dasselbe haben wir hier auch als Energy-Getränk. Ja, und das war's auch schon mit dem kurzen Video. Ihr habt euch jetzt mal ein Bild gemacht von unserem Automaten, was da drin steckt. Die neuen Produkte sind halt gestern erst geliefert worden. Die haben wir jetzt noch nicht in die Automaten rein. Aber immer am Wochenende tun wir ein neues, 1, 2, 3 neue Produkte halt rein, damit das Interesse halt immer wieder neu da ist, für die Leute vorbeizukommen, zu gucken, was hat sich wieder geändert. Ne? Und dann das Selly-Automat habe ich euch gezeigt. Ja, im Endeffekt, es war ein bisschen trockener, es ging um Produkte, viele wollten das, wir haben auch Quellen erwähnt, wir bekommen dafür keine Provision, wir teilen einfach unsere Erfahrungen, ich habe ja nicht nur Gutes über die geredet, ich habe ja Vor- und Nachteile im Endeffekt erzählt von jedem Lieferanten und die werde ich euch aber verlinken, wenn ihr wollt, natürlich könnt ihr dort bestellen. Ich persönlich bin der Fan davon, sucht euch einen Großhändler, der euch beliefert. Wenn das nicht möglich ist oder wenn die sagen, am Anfang beliefern wir noch nicht, sei erstmal 6 Monate am Markt, dann müsst ihr den Weg wählen, den wir wählen und bestellt halt auf verschiedene Seiten. Der Briefträger, der wird euch dafür hassen, DHL-Bote oder Hermes oder wie auch immer. Ja, Dosen sind halt schwer, Getränke sind schwer und wirklich eine Palette voller Süßigkeiten in einem DHL-Transporter ist auch brutal schwer. Na, deswegen. Auf jeden Fall, bis dahin, euer Snackpate. In den nächsten Videos sehen wir uns wieder. Ciao, ciao. Macht's gut.